einen wunderschönen guten Morgen in Heide, Elbmarsch und Wendland. Obwohl das Lüneburger Mosaik Haus der Kulturen es seit Anfang September wieder geöffnet hat, waren die vielen Ehrenamtlichen weiter online aktiv. Sogar der zweite Geburtstag der Einrichtung wurde digital gefeiert. Jetzt geht's analog weiter mit einem Sommerfestival. Laura Schlottke verrät, was es damit auf sich hat. Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr sollte das internationale Musikfestival des Mosaik Lüneburg jetzt eigentlich in eine zweite Runde gehen. Die Formatidee hatte die Konzertcellistin Hanna Rexhäuser. Im Haus der Kulturen organisiert sie verschiedene Musikprojekte. Ihr neuester Einfall? Das mehrtägige internationale Musikfestival in ein eintägiges Sommerfestival zu verwandeln. Wir hatten das Festival eigentlich komplett abgesagt im März, als Corona kam und als praktisch alles aufgehört hat. Also wir haben wirklich gesagt, wir machen es dieses Jahr nicht, geht nicht. Und als dann die ersten Lockerungen kamen, war das wirklich total spontan. Also ich habe halt angefangen, Open Air zu spielen, was ich auch nie vorher so richtig gemacht hatte. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, oh, ich würde gern mit den anderen was im Rathausgarten machen. Die Hansestadt Lüneburg fördert das Vorhaben finanziell und stellt sowohl den Rathausgarten als auch Stühle aus dem Kurpark kostenlos zur Verfügung. Dadurch wird das bekannte Prinzip des Mosaik ermöglicht. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Eine altbewährte Regel gilt auch beim Einlass. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wie Kirstin Link erklärt, die beim Mosaik für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Wir machen das Ganze ohne Anmeldung. Das wäre wiederum ein für uns auch viel zu großer logistischer Aufwand, wenn wir das vorher mit Anmeldungen gestalten würden. Also wer kommt, wer rechtzeitig kommt, erhält Zutritt und wer den Rathausgarten verlässt. Wir haben uns halt ein Zielsystem überlegt, dafür kann dann jemand Neues dann wieder hinzukommen. Einige der Künstlerinnen und Künstler standen schon beim internationalen Musikfestival auf der Bühne. Auch Hanna Rexhäuser selbst mit ihrem Programm Mit dem Cello um die Welt. Dieses Jahr mit einem Liebeslieder-Special. Das Programm, was wir haben, ist ja unglaublich vielfältig und neben Hannas mit dem Cello um die Welt interessiert mich persönlich noch besonders das Trio Santilli, weil die georgische Volkmusik, die habe ich schon mal in anderem Zusammenhang gehört und ich würde jetzt gern sehen, wie das Ganze in so einem großen Garten wirkt. Außerdem sind unter anderem Inga und Jakob Fuhrmann mit Songs aus Musicals und Revuen dabei. Trotz kleinerem Festival ist der logistische Aufwand größer als sonst. Neben einem Hygienekonzept mussten Leute gefunden werden, die die Besucher zählen oder auf die Einhaltung der Auflagen achten. Hanna Rexhäuser ist die Begeisterung über das neue Format dennoch deutlich anzusehen. Ich freue mich total, dass wir es jetzt einfach machen. Also ich bin auch eher dafür, was Konstruktives draus zu machen. Und jetzt ist halt durch Corona, was ja eigentlich was Negatives ist, ist trotzdem ein völlig neues Konzert- oder Festivalformat entstanden. Und das ist ja auch wieder was sehr Kreatives. Und darüber freuen wir uns. Laura Schlottke über das Mosaik Sommerfestival. Das erleben Sie morgen ab 14 Uhr im Rathausgarten in Lüneburg.